mal über das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht ist ja jetzt wieder angerufen im Zusammenhang mit den ESM-Verträgen, mit dem Fiskalpakt, mit dem Wahlrecht. Mir geht es jetzt weniger um die inhaltlichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, sondern über die Struktur, über die Einbettung des Bundesverfassungsgerichts in unser Gesamtgefüge. Wer kann das Bundesverfassungsgericht anrufen? Was für ein Prozess, was für ein Weg muss da zurückgelegt werden, um diese Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht zu fällen zu können? Da gibt es im Prinzip eine breite Möglichkeit, also wie zum Beispiel die Organklage oder auch später, das war nicht am Anfang gleich dabei, die Verfassungsbeschwerde, in dem jeder einzelne Bürger unter bestimmten Regeln, nachdem die eben erfüllt worden sind, das Bundesverfassungsgericht anrufen kann. Allerdings führt das jetzt dazu, dass man sozusagen dann einen Weg eröffnet kann, die jede Entscheidung des Gesetzgebers im Prinzip jedenfalls vor das Bundesverfassungsgericht bringen kann. Das heißt, auch politische Fragen, die im politischen Raum diskutiert werden, landen schließlich beim Bundesverfassungsgericht. Nun haben wir noch ein besonderes Problem, das ist dann eher wiederum die inhaltliche Ebene. Da möchte ich gerade mal den entsprechenden Artikel vorlesen, Artikel 20, Absatz 3. Da heißt es, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung. Also der Gesetzgeber, das Parlament oder die Parlamente sind an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Recht und Gesetz gebunden. Das ist schon eine Formulierung, die darauf hindeutet, dass da etwas mehr mitspielt als nur Gesetze. Da ist der Begriff Recht frei in den Raum gestellt. Was heißt also zum Beispiel, was ist Recht? Schon sehr früh hat das Bundesverfassungsgericht in seinen Entscheidungen dann festgestellt, dass es nicht nur sozusagen um eine Interpretation des Ganzen geht, da was jetzt geschriebenes Recht ist. Also nicht nur um eine aus der Verfassung selbst im Gesamttext sozusagen so findende Entscheidung geht, um eine bestimmte Interpretation, sondern dass da andere Dinge mitspielen, nämlich zum Beispiel, dass es ein überpositives Recht ist, also ein der Gesetzgebung vorgelagertes Recht, das heißt zum Beispiel, und das ist die Linie, die das Bundesverfassungsgericht sehr früh gefahren hat, Naturrechtskategorien. Das ist aber jetzt kein geschriebenes Recht, darum geht es ja, das ist überpositives Recht und das ist natürlich sehr breit, sehr im Wagen, in Wolken. Es gibt zwar natürlich Tradition, aber der Rechtsprechung, aber man weiß nie genau, wie dann letztendlich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ausfällt. Das heißt, bezogen auf politische Entscheidungen, Entscheidungen, die eigentlich im politischen Raum getroffen werden, wird sozusagen etwas in den Rechtsbereich verlagert, der dort gar nichts zu suchen hat. Und das Bundesverfassungsgericht ist qua Struktur gezwungen, diese Entscheidungen zu treffen. Wie kann man aber sozusagen einem Gericht, das nur sehr, ja, ist zwar demokratisch legitimiert über die Wahlausschüsse, aber das doch letztendlich von der Legitimationsbasis her betrachtet, für solche Letztentscheidungen eigentlich nicht zuständig wäre, von solchen in den politischen Raum gehörenden Entscheidungen befreien, sage ich jetzt mal. Und meines Erachtens gehören solche Entscheidungen, nämlich politische Entscheidungen, wo es um die Letztentscheidung geht, wer hat so, also immer die Frage im Hinterkopf, wer hat die Letztentscheidung bezogen auf ein politisches Thema, in die Hände des Volkes bereits. So wäre zum Beispiel die Frage zu stellen, ob nicht die Frage beim ESM-Vertrag zum Beispiel oder beim Fiskalvertrag nicht letztlich durch das Volk entschieden werden muss. Denn es geht ja um die Frage, wollen wir Kompetenzen, die jetzt unser Staat hat, unser Parlament hat, ohne Kontrolle sozusagen abgeben in den europäischen Raum. Wollen wir sie abgeben in dieser Form, wie sie jetzt
vorgesehen ist. Also beim ESM-Vertrag eine luxemburgische Gesellschaft. Ja? Oder wollen wir das ganz anders machen? Ja? Und das heißt aus meiner Sicht, wenn es darum geht, Kompetenzen abzugeben, die im Regelfall damit verbunden sind, dass man die Verfassung ändern muss, sollte letztendlich das Volk mitbestimmen, indem wir einen obligatorischen Volksentscheid einführen, bezogen auf Verfassungsänderungen. Da wären natürlich viele Themen von vornherein, die heute vor dem Bundesverfassungsgericht landen, sehr wahrscheinlich nicht mehr in dieser Form beim Bundesverfassungsgericht. Wenn man zum Beispiel jetzt die Sache mit dem ESM-Vertrag betrachtet, da ist es einfach so, dass zum Beispiel die Linke, die Fraktion der Linke vor das Bundesverfassungsgericht zieht, also eine politische Frage dort entscheiden lässt, oder auch die Bürger, zum Beispiel die Bürgerrechtsklage von der Demokratie, und die im Prinzip auch mit dieser Frage, wollen wir das überhaupt ja oder nein, wollen wir diese Kompetenzen abgeben, sich gegen diese Entscheidung, die jetzt der Bundestag und der Bundesrat noch treffen müssen, wenden wollen. Gerade bezogen auf die Bürgerrechtsklage wäre eine solche Forderung vor das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel zu gehen, diese Frage klären zu lassen, nicht mehr denkbar, wenn das Volk selbst entscheiden könnte. Auch politische Opposition im Bundestag würde sich, glaube ich, doch sehr stark überlegen, ob sie nach einem solchen Volksentscheid, wo das Volk eben klar gesprochen hat, vor das Bundesverfassungsgericht ziehen würden. Damit würde das Bundesverfassungsgericht von solchen eigentlichen politischen Raumständen Fragen entscheiden.